Hey und herzlich willkommen zur dritten Folge von Galaxy Race. Hallo! Dürft erstmal eure Heimatplaneten besuchen. Hey. Dort eine Kiste bauen und alle eure Sachen, die aus der Erde jetzt gefarmt hat, da ablegen. Dann kommt ihr zurück und wir stürmen die Basis. So, also ich würde euch mal bitten. So, also folgt mir mal alle, wer ist da hinten gewesen? Ich. Luca, du bist wieder da, gell? Okay. Ja. Stefan, immer wieder weg. Hat jemand von uns ein Essen, weil sonst bin ich gleich tot. Das muss denn dein Team klären. Also, folgt mal bitte. Ich hab zu dem Gebäude da hinten. Folgen. Oh ja. Folgen. Ich frag mich gerade echt, wofür ich die Brücke gebaut habe. Ja, die sieht doch schick aus. Welche Brücke? Ich hab aber auch noch keine gesehen. So. Ach so. Ich nutze die Brücke gleich mal. Wie sind die anderen jetzt darüber gegangen? Geschwommen oder wie? So, da stehe ich schon vor der ersten Hürde. Bevor ich das aufmache, kleiner Tipp, also was heißt kleiner Tipp, kleine Ansage. Beschwert euch nicht über euren Planeten. Nö, alles gut. Alle zufällig also ausgewählt, weil es gibt einen, der ist irgendwie komplett komisch. Aber den kriegt bestimmt wieder wir. Wie oder immer. Wir, Alter, das ist immer so. Also die sind alle zufällig ausgewählt. Ich habe zwar einen Wunschplaneten gehabt, aber den habe ich nicht bekommen. Haben wir den gekriegt? Kein Plan. Also, ich glaube, bevor ihr da reinstürmt, macht euch erstmal eine Kiste. Oder zwei. Okay. So, und gleich nochmal ein Appell dazu. Ihr werdet da einmal reingehen können und dann wieder rausgehen können. Das heißt, ich werde euer Portal so manipulieren, dass ihr dann nicht mehr rein könnt. Heißt, ihr könnt nur noch von der Erde aus in euren Planeten rein. Das liegt daran, weil wenn ihr auf M drückt, seht ihr die unendliche Weitekarte. Oh ja. Und hier gibt es Planeten, die haben bestimmte Tier. So. Also, wenn ihr auf der Erde seid und mit der Rakete wieder nach Hause wollt und ihr 4 Rakete habt, könnt ihr nicht mehr mit der Tier 8 Rakete zu euch nach Hause. Ich würde aber mit einer Tier 1 Rakete, glaube ich, von einem Tier 8 Planeten. Weiß ich nicht mehr. Okay. Aber soll das Probleme geben? Ihr dürft auf jeden Fall nicht mehr auf der Erde fahren. Erde ist jetzt Tabu für euch, wenn ihr irgendwelche Sachen braucht, die es auf der Erde gibt. Öl. Alex, nein. Nimm Alex. Okay. Also wenn ihr jetzt Öl braucht oder ihr braucht, keine Ahnung, Wasser oder ihr braucht dieses Holzhäppchen oder irgendwelche Samen oder so, müsst ihr mir Bescheid geben und dann komme ich zu euch und ihr gebt mir das Geld und ich tue aus dem Creative Ding euch geben. Dann sozusagen das Lager von United Space Inclusive. Wenn ihr Sachen verkaufen könnt, funktioniert es genauso. Ihr schreibt mich an, sagt, ey, yo, ich hab hier, keine Ahnung, Titanium auf meinem Planeten. Viel krieg ich dafür. Dann handeln wir es aus, ihr kriegt Geld und, ja. Macht aber nicht hier eine Kiste, ihr platziert die Kiste in eurer Base. Doch, ja, du hast gesagt, vorher erstmal eine Kiste, oder? Ja, Kiste bauen, aber nicht platzieren. Ja, ich hab 14 Jahre Reise. Da könnt ihr mal alle weggehen von unserer Kiste, danke. Kiste, jo, Jan, was hast du rausgenommen? Gar nichts, ich hab gecraftet. Also, hey, ich hoffe für dich. Ich hab keinen Platz. Also, ich bräuchte einmal Team 1. Katja, bist du gerade da? Alex, hast du noch Platz für die Drohnen? Okay, danke. Katja, ihr könnt mir die Drohnen gerne geben später. Aus unserem Team. Ich hab zwei. So. Team 2, Captain Steve, 2 Hard, 4 Jo, ich bin auf YouTube. 2 Hard. Anwesend. Hallo. Ah, hier dein Crafting Table. Ja. Also, dein Planet ist Planet Nummer 2. Du darfst da einmal durchgehen und dein ganzes Team auch. Ich denke, ich soll erstmal eine Kiste machen, die. Nein, ja, auf der Planet sollst du wieder platzieren. Da gehst du jetzt einmal durch. Also, alle die Team, die hier im Team sind. Ja. Juhu! Genau. Juhu! Basti, wir sind auf Name. Schöne Farbe. Wie bitte? Raus. Die Tür kommt dann wieder raus. Also ich mach Tour. So, hier Sven, Basti, Lea und. Und? Ja, die drei. Ja. Ihr habt Nummer 4. Nummer 4. Kepler. Alex. Ach du Kacke. Ah. Direkt ein Creeper explodiert. Geil. Okay, interessant. Wir müssen noch eine Kiste machen. Steht das Portal noch? Ja. Ja. Also hier, ich denk mal hier oben. Klatschen wir dann erstmal unser Haus hin, dass wir mal gucken können, was wir braten können. Und Mais und Gerste und Scheiß bauen wir an. Rottenseeds, Rammfleisch. So,
Der Planet ist eigentlich ganz crazy. Ganz ja, crazy. Ganz okay. Größer brauchen wir nicht zu bauen. So, oder? Ich guck mich nur mal ein bisschen um kurz. Jungs, wie lange braucht ihr? Ja, wir kommen jetzt wieder hoch. Ihr könnt gleich alles auf eurem Planeten machen. Wir müssen jetzt kurz noch kommen, wir gehen zur Basis, stürmen die. Jungs, voll fressen, nicht dass wir auf den Sack kriegen dort, dass ihr regeneriert. Wir sterben doch jetzt, deswegen sollten wir doch alles hier reintun. Was ist so alles eigentlich? Warte mal, ich frage mal Daniel, ob die Rüstung auch und alles? Der Mond, Mars und hier. Wer ist denn auf der Erde? Der spielt gerade, Mensch. Nein, ich meine allgemein. Keiner. Erde ist verboten. Also nachdem wir jetzt die Basis gestürmt haben, bauen wir die Basis aus und keiner mehr darf auf die Erde. Das würde ich auch so machen, dass wir nicht mehr zu. Warte. Das mache ich direkt so. So, also sind wir alle hier. Mhm. Okay, zu stürmen jetzt die Basis. Kleine Info, lootet nur die Kiste, wo auch euer Team drauf ist. Ich sage auch gleich, welches Team ihr seid. Zwei. Vier. Ah ne, drei. Wir sind drei. Zwei ist Steve und so und Sag, folgt mir die alle Luke? Voran. Folgt mir. Wir stürmen die Basis. Steve, stürmt die Basis. Oh nein, die machen ja Versuche an anderen Leuten. Diese Wichser. Geheimlabor. Kann überhaupt nichts sehen. So, also. Die zwei kann ran. Kann rein und die Kiste abbauen. Abbauen. Wir looten raus, wir bauen nicht ab. Ja, ihr könnt die auch abbauen. Eigentlich auch. Egal. Was war denn eigentlich dein Wunschplanet, wenn man fragen darf? Hier, der Pixelplanet. Der ist cool. Also, wer hat den? Ich habe keine Picke dabei, um die Kiste abzubauen, brauche ich eine halbe Stunde. Guck mal, Sven. Danke. Ja, oh. Habe ich schon gesehen, das Vogel. Ich bin drei hier rein. Yay. So, ihr könnt die T3-Kiste looten oder. Oh, Alter! Meins. Jeder nimmt sich einfach irgendwas, was er kriegt. Team 2, mal bitte hier in die Ecke kommen. Okay. Ich hab so kaum was. Alles klar. Ah, ciao, Luca. Ja, es ist gecrashed. Alles klar. Ich bin gleich wieder da. Ja, ich brauche Hilfe beim Looten. Weil ich krieg alles ins Inventar. Sorry. Hey, Sven, Mann. Ich bin nicht. Alex, Phil, komm mal her. Wo bist du? Wir stellen uns einfach mal hier hin. Ey, danke. Hier, warte. Also erstmal, Alex, bleib stehen. Die haben 2000. Der Huini. Money. Gut, das ist erstmal euer Anteil, damit ihr in dem Team seid. Wenn ihr irgendwas benötigt, bitte bei mir melden. So Leute, wenn jetzt jemand noch irgendwas einkaufen möchte, kann das direkt machen. Dürfen wir dafür erstmal runter und besprechen? Wie, was ja. Gut. Also ich habe die Liste reingepostet in die Gruppe, die könnt ihr euch angucken. Wenn ihr irgendwas kaufen möchtet, könnt ihr direkt einkaufen. Ja, wir gehen mal kurz runter. Was haben wir? Essen haben wir. Ja. Haben wir Erde haben wir. Ja. Anbau und Wasser haben wir, damit sich's weiter. Stromquelle haben wir. Ich habe jetzt 7 Stacks Eisen, 3 Stacks Zinn, 2 Stacks Alu, 1 Stack Kupfer. Ja, ich mache noch einen Kübel für Wasser. Ja, das ist kein Ding, das geht mal. Achso, wollen wir uns Wasser klauen oben? Ja. Warte mal, ich bin. Es gibt kein Crafting Table. Was, haben wir Holz mit? Ja, wir craften. Nein, es gab kein Holz. Alex raus. Ja, ich hatte einen Kübel, aber den habe ich auf dem Planeten gelassen. Ich geh mal kurz hier runter, weil ich glaube, da war einer. In Zimmern ist auch keiner, scheiße. Wir sitzen da auf dem Klo. Aha, moin. Sexy. Ja, wieder hoch. Bringt uns nichts. Na gut, dann gehen wir erstmal auf den Planeten. Da ist das Crafting Table, da wo wir zugeschaut haben. Das wird wahrscheinlich der Mars sein. Die Monde dürfen bevölkert und erobert werden, aber Mars an sich nur Außenposten, kein PvP. Komm mir aber nicht rein. Magst du mal die Tür abbauen? Ist offen. Okay. Dann, also da ist ein Crafting Table drin, ja. Ich hab einen Eimer. Gut. Das war noch Zeit. Das Wasser. Hinter dir. Tief.
Geht das? Ja, ja. Wer hat die Tür? Wir gehen mal wieder hoch kurz. Muffin hat dich genau angeguckt, als du es gemacht hast. Channel. Jo, viel Spaß. Bleibt fair, spielt fair, seid fair. Wie ist das jetzt mit dem PvP, mit dem anderen Team-Captain dann ausmachen, dass wir das erobern wollen? Und genau. Ihr müsst halt erstmal selbstständig da. Genau, ja, abmachen. Hey, cool. Ups, ich hab mal kurz, eine Zuführung mit dem Creeper gesprengt. Konnte ich nichts für. Ja, gut. Keiner chillt jetzt eh auf den. Also, wir waren auf 2, gell? Dieser Planet ist gravitationsneutral, eigentlich relativ neutral. Ja. Danke fürs Zuschauen. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.